Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind auf dem Weg zum Papa-Kern und hier ist mir die ganze Zeit. Ey. Du hast meine Karre verbeult! Gib mir deine Karre! Wupp! Raus da! Wo bist du? Der ist aber weit geflogen. Gut, genau. Das ist mir die ganze Zeit aufgefallen, dass hier irgendwie Strom fließt. Ja, von hinten kommt jetzt auch einer. So. Genau, hier ist jetzt da. Gibt's jetzt einen Schatz? Super Fan. Na, wie findest du unsere ersten Sponsoren? Ich muss sagen, bis jetzt ist der Ausverkauf super. Wir haben Maliwan einen endlos Vorrat an kreischendem Kanonenfutter gegeben. Unsere Anhänger. Und dafür haben wir abgefahrene Hightech-Waffen bekommen. Und wenn der Planet ihnen gehört, kriegen sie Atlas und wir die Kammer. Dann kannst du nur noch an deinem, was auch immer du da unten hast, rumspielen. Gut, weil hier haben wir nämlich auch neue Teile. Jetzt spawne ich einen neuen, hol das andere Zyklon-Ding. Und dann haben wir nochmal neue Teile. So. Der ist schnell. Geil. Das ist nice. Hab noch nie eine schnellere Karre gesehen. Damit gehst du ab wie ein Zäpfchen. Besorg dir so ein Ding und hau den Booster rein. Hier. Schallbooster. Von der Polizei, oder? Ah, und den haben wir, glaube ich, gerade geholt. Ah, der ist cool. Autsch. So, jetzt auf zum Papa-Kern. Und voll durchs Stromding. So. Oh, wow. Hier ist ja auch einer. Super. So, hier ist auch noch. Achso. Moxie will Killer Vault töten. Gut. Falls du es noch nicht wusstest, ich veranstalte einen interplanetaren Battle Royale namens die Underdome. Aber nicht nur ich. Es gibt einen bekannten Banditen namens Killer Vault, der einen Kampf bis zum Tod per Livestream aus Prometheus Seaport Bezirk überträgt. Killer Vault ist eine totale Nulpe und schlecht für den Ruf des Battle Royale. Also werden wir den Stecker seiner Show ziehen. Wir sehen uns unten auf dem Planeten. Die ganze Wahrheit? Wir waren mal ein Paar. Anschließend hat er sich den Kindern der Kammer angeschlossen. Ein Kult aus hirnlosen Anhängern hat Killer Vault angezogen wie das Licht die Motten. Okay. Hier gibt es irgendwo Gegner. Weil. Töte Papa Kern. Wo ist Papa Kern? Hey Daddy! Daddy Kern. Oh. Jetzt kommt er. Oh, au, au. Was war das denn? Instant tot oder was? Ja, super. Wo ist denn ein, da.
bitte, bitte. Yes. Alter. Der nächste, bitte. Jetzt reicht mir. Alter, wie geil ist der Raketenwerfer. Hab er gerne, ich hab selber so einen Anzug. Perfekter Kill. Der Typ war ein echter Lappen. Und jetzt schnapp dir den Energiekern. Alter, wie geil. Schnapp dir den Energiekern. Ja, chill. Okay, ich liebe den Mech. Der ist geil. Jo, ich liebe den Mech. So, Entschuldigung. Erstmal alles looten, was nicht nied- und nagelfest ist. Geht doch. Und jetzt zurück zum Laden. Level 12. Ich brauche endlich Kaffee, verdammt. Okay, das ist geil. Es tut mir leid, aber außer mir steht nichts zwischen diesen Zivilisten und einer Maliwan-Armada. Dieser Kaffee wird Leben retten. Angefangen mit meinem. Ist ein bisschen süchtig, ja? Bisschen süchtig. So. Aber der Kerntypi, der Mr. Kern, der war echt fies. Also, der war richtig mies. Also, in diese Blitzdinger, die er geschmissen hat, diese Dreiecks-Dinger, die waren, da war ich ja instant tot. So. Da hinten ist was. Kann ich so, vielleicht. Vielleicht. Das finde ich auch klasse, dass man in Borderlands 3 überall durchkommt. Also hochkommt. Nice. Die könnte ich jetzt sogar nehmen. Feuerrate. Ah, die erhitzt auch. Das finde ich ein bisschen blöd. Okay, die ist ja nichts wert, ist aber 400. 32. Okay. Gesperrt. Da unten ist noch was. Ah, das ist Kollision und beim Nachladen platzen die dann. Cool. Gut, habe ich hier oben noch was für. Nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Krass, dass die so schnell nachspawnen, ist echt ein bisschen übertrieben. Hi, Bot. Ding Dong. Viola, oder wie das auch immer heißt. Viola. Der Laden hat wieder Saft. Können wir jetzt einen Kaffee haben, Barista Bot? Oh Mann, geht nicht. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also, du musst deinen eigenen Behälter zum Mitnehmen haben. Na klar, Scheiße. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Ja. Versuch ihn aufzuspüren. Ganz im Ernst? Dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Ja, zum Glück ist es nicht weit. Oh, cool. Umweltfreundliches Kaffee. Ich kämpfe, um den Commander hervorzulocken. Der Becher gehört mir. Ja, dann sage ich mal kurz Hallo. Die Kaffeepause ist wohl vorbei, Leute.
schon, Schlappschwänze. Das Kamera-Arschloch! Ich wollte mir gerade einen Kaffee gönnen! Mann, ich hatte gerade Pause! Jetzt muss ich die Kammer drüber erledigen! So, dann schauen wir mal, was das kann. Bleib liegen, Lusche! War ja nicht so clever. Ach komm. Okay, ich brauche eine schnellere Waffe. Ich habe neben der Pistole nur noch einen Sniper und eine Schrotflinte. Das ist zu langsam. Das ist viel zu langsam. Ich gehe jetzt einfach mal mit der Schrotflinte rein. Ajo! Uiuiui. Hilfe! Hilfe! Hui! Da war du. Selbst der fliegt weg. Cool. Ajo. Jetzt ist er sauer. Aber ich auch. Ja, gleich. Ich muss hier nur noch schnell überleben. Ich wollte eigentlich da runterspringen, aber das hat nicht so geklappt. Warte, was steht drauf? Bester Commander der Welt? Der gehört sowas von mir. Ich bin jetzt der Kaffee-Commander. Super schwarz beinahe schmecken. Schnell zurück zum Café, los! Yo. Ich weiß, dass du den Becher hast. Ich befehle meine Truppen, ihn um jeden Preis zurückzuholen. Warte. Wir werden ihn nicht dem Feind überlassen. Kommt er jetzt? Die Maliwan greifen ja den Laden an. Verdammt! Könnt ihr mir denn gar nichts Gutes lassen?
echt das Letzte. Barista Bot, halt's Maul und mach endlich den Kaffee. Klar doch, krieg dich wieder ein. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. Cool, aus der Region, korrekt. Einen Moment. Korrekt. Was dauert hier so lange? Geduld, Mann. Gut Ding will Weile haben. Lass den Bot seine Arbeit machen. Es wird sich sowas von lohnen. Und bitte sehr, einen wunderschönen Tag. Oder nicht? Deine Entscheidung. Deine Entscheidung. Ja! Endlich! Bring den Kaffee her! Lorelei, ich hab's kapiert und habe vollstes Verständnis. Geduld. Hey, wir haben alle unsere Schwächen. Das was ist was ist das für ein geiles Teil? Und was ist das für ein... Egal, den hole ich mir später. Alter, das ist so ein Schwebebike. Nice. Nice, 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 nice. Den hole ich mir dann gleich. So. Hier, Kaffee. Du bist meine Lieblingsperson. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder offen und der Kaffee geht auf mich. Oh, scheiße, ja. Echt jetzt? Danke, Lorelei. Gib mir den Becher, Kammertyp. Ich werde nicht locker lassen. Ach, scheiße. Die Mariuhren sind hier. Na los, zeigen wir ihnen. Alter, echt, das ist nur ein Kaffee-Ding. Nice, nice. Ups. Alles muss man selber machen. Darf ich bitten, Kammertyp? Natürlich, darf ich auch bitten. Ich bin jetzt im Baum. Jetzt kannst du dir deine wohlverdiente Belohnung abholen. Wie bin ich in den Baum gekommen? Irgendeine Explosion, aber ich weiß nicht welche. Naja, gut. Ne, das lassen wir. Ist die besser als meine? Nö, aber die ist teurer. So, Belohnung, Belohnung, Belohnung. Wir können dir nicht genug danken, Kammerjäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Ja, bis morgen früh. Bei der Mission hier könnte ich dich gebrauchen. Versorgung? Und Burger. Jetzt, wo wir Kaffee haben, ist Nahrung unsere zweite Priorität. Mali One hat das Dynasty Diner übernommen. Bis dahin war das unsere wichtigste Nahrungsquelle. Finde den Besitzer Bo und hilf ihm, sein Diner zurückzuerobern. So, aber bevor ich das mache,
Muss ich kurz was schauen, weil die weil die Pistole ist ein bisschen zu langsam, finde ich. Und die Feuerrate. Ah, hier muss ich ja überall noch Level 12 werden. Gut. Dann würde ich sagen, warte, ich schau mal kurz. Ja, 21 Minuten. So. Das heißt, wir können noch kurz bis zum Schwebeband. Oder da muss ich ein bisschen umdesignen dann. Warte. Ich will das einmal alles so schwarz machen. Warte mal. Nee. Ellie mit dem und dem Sekundär machen wir blau. Nee, das machen wir schwarz. Ah, das ist das da unten. Machen wir auch schwarz. Gut. Eine Sache noch. Bei Marley One gibt es einen Kerl namens Captain Rowe, der mir das Leben schwer macht. Ich konnte ihn noch nicht festnageln, aber anscheinend hat er eine Schwäche für Burger. Gut, Atlas Agents machen wir jetzt noch nicht, sondern Killer Vault machen wir. Wir machen den Diner. Wir müssen die ja ein bisschen ernähren und so weiter. So. Hey du, ich brauch Hilfe, verdammt. Hä? Wagen. Ah, verdammt. Und der hat eine neue Waffe. Komm her. Danke. Hihi. Alter, der hat so Stromschläge. Richtig nice. Wo ist denn hier der nächste? Ja, der nächste Catch a Ride ist hier. So, bitte einmal scannen. So. Super. Lorelei hat mich geschickt. Was ist mit dem Diner? Bo, ich bin's. Und ich habe eine Basis voller hungriger Leute. Kapiert? Kapiert, Lorelei. Und ob ich das kapier. Okay, also, diese faschistischen Maliwan-Mistkerle benutzen mein Diner, um ihre Truppen zu versorgen. Halte sie auf! Los! Mach schon! Töte sie alle! Als die Maliwan kamen, habe ich mich in meinem Apartment verbarrikadiert. Und ich komme erst dann wieder raus, wenn der Krieg vorbei ist, hörst du? Aber du kannst mir dabei helfen, das Diner zu eröffnen. Ich betreibe es einfach von hier aus. Okay. Das Diner ist da drüben. Ups. Wem beschießen die denn jetzt? Bloß die wissen, dass ich hier bin. Ja, natürlich wissen die das. Das sind immer noch Maliwans. Schalte sie aus! Ja. Ich hole mal meinen Sniper raus. Ich hab dich gefressen. Wo bist du? Da.
Ja. Kein Stress. Ach komm. Die bekommen Verstärkung. Schnauze, sonst gehe ich nicht. Kerbe. Die zittert so. Den sehe ich gerade nicht. Du musst alle Maliwan im Diner erledigen. Schnauze. Der ist hinter dem, oder? Na gut. Da sind immer noch Maliwan. Schalte sie aus. Ja, Scheiße, ja. Endlich kann ich wieder das tun, was ich liebe. Burger braten. Burger sind mein Leben, Alter. Was immer du sagst, Kleiner. Komm schon, los geht's. Wir müssen das Diner wieder flott machen. Ja, was bist du? Nix. Oh, da unten ist eine Claptrap-Einheit. Hui. Genau hier. Gut, aber wir haben schon wieder überzogen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Nee, da gehe ich noch nicht her. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.